Hi, willkommen zu neuem Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einmal an, wie können wir so eine Oberfläche konstruieren mit einem Voronoi-Muster. Wir schauen uns auch an, wie können wir solche Oberflächen hier konstruieren. Und wir schauen uns auch an, wie können wir so dreidimensionale Holzoberflächen konstruieren. Wie das Ganze funktioniert, siehst du in dem Video. Ich wünsche dir nach dem Intro wahnsinnig viel Spaß beim Video. Noch eine kurz, eine Kleinigkeit in eigener Sache, wie man schon so schön sagt. Am 14.04. habe ich ein Live-Event geplant, also tragst dir ein. Da kommt was ganz Neues von mir raus, was ich jetzt 2 Jahre lang mit meiner Community oder mit euch sozusagen entwickelt habe. Und ihr werdet sehen, was das ist. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video und wir legen jetzt einfach mal direkt los. Dann legen wir doch einfach mal direkt los mit der ersten kleinen Herausforderung. Und das ist ein Lüftungsgitter mit einem Voronoi-Muster. Und dafür legen wir als allererstes eine Skizze an und erstellen hier die Lüftungsabdeckung. Ich sage einmal R für Rechteck. Schnappen wir uns hier drüben unser Mittelpunktrechteck und ziehen das auf 100 auf 100 auf. Und sagen einmal C für Kreis und legen in die Mitte einen Kreis mit 80 mm an. Dann noch einmal C für Kreis für die Bohrlöcher, wo die Abdeckung befestigt werden soll. Die sollen 6 mm haben. Und müssen einen Abstand zum Außenbereich haben von 8 mm, oder 7 mm, glaube ich, waren es. Und da brauchen wir nämlich 4 Stück von. Das heißt, wir gehen auf Erstellen, sagen eine runde Anordnung von diesem Loch anhand des Mittelpunktes und das gerne 4-mal und dann passt das. Dann sagen wir einmal E für die Extrusion, extrudieren den äußeren Bereich um 5 mm. Blenden unsere Skizze wieder an und sagen ein und sagen auch jetzt hier Extrusion im inneren Bereich um 5 mm. Aber diesmal wollen wir nicht das Ganze verbinden, sondern wir wollen daraus einen neuen Körper haben und sagen okay. So, jetzt ist 5 mm relativ dick, aber wir lassen das jetzt dabei erstmal. Gut, dann gehen wir hin und müssen sozusagen eine Modifikation durchführen auf den inneren Körper, dass da halt noch die Luft rein und rausströmen kann. Jetzt, wie kriegen wir das Ganze hin? Naja, wir wollten ein Voronoi-Muster, das heißt, wir nutzen den Voronoi-Sketch-Generator dafür. Und das heißt, wir legen unsere Skizze hier drauf an und erschlagen hier Volumenkörper, Voronoi-Sketch-Generator, wählen hier einmal die Fläche aus, auf der wir arbeiten wollen. 80x80 sagt er jetzt. Wir könnten hier einfach noch händisch eingeben, 90 auf 90. Und dann sage ich Voronoi-Editor öffnen. Und jetzt hätte er diese runde Fläche mit drin. Das ist sogar ganz praktisch, dass er rund kann. Aber ich glaube, wir gehen mal hin und sagen schließen und modifizieren das ein bisschen. Sagen R für Rechteck, ziehen uns hier im Mittelpunktrechteck nochmal auf. Und das soll jetzt dann gerne so 90 auf 90 haben. Sagen okay, blenden jetzt die Körper einmal alle aus und sagen dann, der Voronoi-Sketch-Generator soll einfach auf dieser Fläche hier drin laufen. Dann tun wir uns ein bisschen einfacher. Wir übernehmen hier wieder die Größe über Use Profile Size, Voronoi Editor öffnen. Jetzt ist das auch rechteckig hier drin und sagen Publish to Fusion 360. Wie es im Voronoi-Sketch-Generator so üblich ist, liegen die Sachen nie da, wo man sie wirklich braucht. Und das heißt, wir müssen das jetzt einmal verschieben. Ich markiere das Ganze einmal und ich hoffe, dass es sich jetzt so einfach verschieben lässt, wie ich mir das vorstelle. Und wir probieren das einmal. Nein, tut es sich nicht. Okay, da müssen wir schon mal schauen, wie kriegen wir das jetzt hin. Ich mache jetzt einmal Doppelklick auf mein Rechteck, markiere das mit X, weil das war ein Hilfsrechteck, in der Hoffnung, dass das ein bisschen hilft. Und ich ziehe das jetzt nochmal ein bisschen engmaschiger auf. Und schauen wir, ob das jetzt funktioniert. Ah, es funktioniert immer noch nicht. Das ist ein sehr, sehr schönes Fehlerbild, was wir haben. Das heißt, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das funktioniert? Wir gehen hin und sagen, wir löschen die Skizze nochmal. Wir brauchen einen anderen Ansatz also dafür, weil mit den Skizzenelementen funktioniert das nicht. Ich zeige euch das jetzt mal extra, dass ihr mal versteht, wo die Fehler herkommen. Jetzt legen wir eine neue Skizze hier auf die Oberfläche an, sagen P für die Projektion und wählen dann sozusagen einfach nur den Körper hier einmal aus und sagen okay und blenden ihn jetzt wieder aus. Dass wir nur mit der Projektion arbeiten, weil die dürfte es eigentlich nicht tangieren. Da sagen wir jetzt hier wieder 100 auf 100 mm von mir aus. Soll dann Sketch-Generator nochmal machen, das gleiche wie vorhin. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal hier aufzuziehen. Und probieren das Ganze nochmal zu verschieben. Und funktioniert das diesmal? Diesmal funktioniert das hervorragend. Also liegt es tatsächlich an den Linien, die wir davor verwendet haben. Ich sage jetzt hier einmal okay.
Und jetzt kommt der kleine Trick, um nicht alles einzeln auszuwählen. Wir wählen nur die Struktur, die hier zwischen den Teilen ist, ziehen das einmal durch den Körper durch und sagen jetzt hier einmal Schnittmenge, bestätigen das Ganze mit OK und haben dann dadurch unser Lüftungsgitter. Jetzt können wir noch hingehen und das Ganze kombinieren. Das heißt, wir kombinieren das Innere und das Äußere, bestätigen das Ganze auch einmal mit Enter und haben jetzt hier einen wunderschönen Lüftereinsatz, der eigentlich sehr untypisch ist und so nicht so häufig zu finden ist. Gut, jetzt schauen wir uns einmal die Oberfläche auf dem Rechteck nochmal an mit ein paar Hexagons. Und dafür gehen wir hin und erstellen einfach wieder auch eine Skizze, sagen wieder R für Rechteck, erstellen wieder Mittelpunktrechteck von mir aus. Soll das auch 90 auf 90 haben, ich sage einmal Enter und sage einmal E für die Extrusion, minus oder nochmal 2 mm. Und jetzt hier oben drauf hätte ich gerne eine rechteckige oder hätte ich gerne eine Hexagon-Oberfläche. Wie stelle ich das jetzt an? Ich lege also wieder eine Skizze auf meine Oberfläche, erstelle hier meine Hexagons, also Polygone. Das Hexagon ist ja ein sechseckiges Polygon. Dann bemaße ich das Ganze auf eine Größe, die ich mir gut vorstellen kann. Ich kann mir jetzt hier 10 mm gut vorstellen. Dann gehe ich hin und mache noch einen Versatz davon. So nach innen, so minus 1,3 oder 1,2. Und dann gehe ich hin und sage nochmal L für Linie und lege mir hier so ein paar Hilfslinien an. Die nutzen wir dann später für die rechteckige Anordnung. Ich markiere hier einmal X und einmal hier X. Wir merken uns jetzt einmal diese 10 mm und gehen jetzt hin und sagen einmal E oder sagen jetzt einmal in der Skizze rechteckige Anordnung, markieren dieses Hexagon und dieses Hexagon, wählen die Richtungen jetzt über diese zwei Teile aus und ziehen uns das Ganze hier einmal auf. So, wir haben gesagt, 10 mm war das Wichtige. So, jetzt sehen wir, wie das Ganze hier einmal aussieht. Und das machen wir jetzt nicht nur in eine Richtung, das soll nämlich symmetrisch laufen. Aber bevor wir es umstellen, stellen wir das auf Abstand ein, das uns den Abstand beibehält. Und somit haben wir das gleich richtig gemacht. So, jetzt gehen wir hin und sagen, hier das Ganze soll 20 mm haben. 20 mal, oh, 20 mal ist gleich ein bisschen viel. Reichen 15? 15 reichen. Dasselbe machen wir hier. Und dadurch ist das Ganze einmal sauber ausgefüllt. So, jetzt ist dasselbe wie vorhin. Wir haben jetzt hier wieder unser erstes Pattern, was wir einfach nutzen, und das könnten wir jetzt zum Beispiel wieder sagen, E für die Extrusion und das um 1 mm erhöhen. Und dann hätten wir jetzt hier so eine Oberfläche drauf. Jetzt hatten wir ja zweimal das Hexagon verwendet. Man könnte jetzt auch noch hingehen, weswegen wir auch das zweite Mal hatten, dass wir nicht nur diese Flächen hier auswählen bei der Extrusion, sondern wir könnten jetzt nochmal hingehen und hier drinnen auch nochmal die Einzelflächen auswählen, um einfach eine neuere Struktur hinzubekommen. Ich zeige euch das jetzt einmal, wenn ich das alles habe. Ich mache das jetzt mal teilweise. Und die könnten wir dann nochmal um 0,5. Und dadurch hätte man dann so ein bisschen was anderes. Dann könnte man jetzt hier nochmal hingehen und F für die Abrundung drücken und diese Flächen einmal markieren. Aber ihr seht, das ist etwas, das ist nicht wirklich skalierbar, weil man echt viel klicken muss und deswegen wollte ich es euch aber eigentlich trotzdem einmal kurz zeigen, dass man sehen kann, was das so geht. Und dann hätte man jetzt auf der Seite noch so ein bisschen eine coolere Oberfläche. Jetzt kommen wir noch einmal, wie erstelle ich so ein Holzbrett mit einer richtigen Holzstruktur. Das heißt, ich gehe hin und sage wieder, ich möchte ein Holzbrett haben, so also eine Holzdiele. Ich gehe hier auf Quader, also unter Erstellen Quader. Ziehe mir hier einfach mal meinen passenden Quader auf, wie ich mir das Ganze vorstelle. So hier. So, das heißt, wir legen jetzt als erstes eine Skizze hier oben drauf an und fügen jetzt hier unsere SVG-Datei an. Über meinen Computer habe ich jetzt ein Holzbrett gedownloadet und dann kann ich jetzt einfach hingehen und das einmal ausrichten, wie ich das gerne hätte. Würde sagen, das sollte jetzt hier drauf. Es ist ein bisschen groß, jetzt gehe ich hin und skaliere mir das so ein bisschen, wie es mir passt. Und wenn ich damit zufrieden bin, kann ich das Ganze einmal nutzen. Ich sage okay und dann gehe ich hin und sage E für die Extrusion und extrudiere jetzt eigentlich all das, was wir jetzt hier drin haben. Jetzt haben wir hier und da noch ein paar extra Teile, die müsste ich jetzt noch einmal händisch aussuchen, zum Beispiel hier und hier. Oder auch gerade bei diesen Astlöchern müssen wir da noch mal ganz kurz händisch nacharbeiten. Das war jetzt natürlich absolut die falsche Reihenfolge. So hier. So. Und dasselbe müssen wir hier noch mal machen. Also ich wähle hier auch nur alles Zweite aus, um halt einfach diese, naja, Effekt beizubehalten. Wenn wir damit zufrieden sind, hier haben wir noch was, können wir hingehen und das Ganze um 0,5 mm erhöhen und hätten dann sozusagen einmal diese
dreidimensionale Holzoberflächenstruktur. Genau, so einfach funktioniert das. Die ganzen SVG-Dateien, die könnt ihr überall finden. Die werden im Internet en masse angeboten. Oder ihr habt da eigene. Die kosten meistens nur 1-2 Euro mit einigen Funktionen drin. Und dann hättet ihr ein bisschen was. Genau, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja, dann lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Erinnert, am 14.04. habe ich ein Event, da kommt was Neues von mir raus. Ich möchte euch da gerne was zeigen und bis dahin wünsche ich euch wie immer super viel Spaß beim Konstruieren.